Huhu, hier wieder beim Quali und beim Last Tag. in der Blue Ridge Mine in der Secret World. Wir suchen immer noch, also ich suche immer noch die Überreste von Jimmy Rigsby, während der Lestrak wahrscheinlich schon lange fertig ist. Der Lestrak ist gerade, geht gerade zur Story Quest. Ja. Ja, die ist ja, die aus ja auch Solo, von daher. Binde es mir noch unter die Nase. Oh, die Story Quest ist so einfach und so viel Wissen hier überall. Oh! Immer noch mit den süßen Koali hat's noch nicht Geschmack. Aber ich bin dir nichts und den Nase. Okay, hier habe ich jetzt erst auch mal Wissen. Zack. So, und hier geht's jetzt weiter, oder was? Wie soll man denn da an dem Ding vorbeikommen? Er ist doch zum Kotzen. Ja, super. Oh, ich habe es ausnahmsweise mal überlebt. Okay. Los, macht der Echsenmenschen. Macht der Echsenmensch. Du hast gesagt, das Schwert sieht so aus. Ja, sieht's ja auch. Ich frage mich immer noch, wozu man diesen komischen Helm gefunden hat. Weil gleich alles dunkel wird. Aha. Dann gehen alle Lichter aus. Nicht, dass man ihn wirklich braucht oder so, aber. Oh, ein Wraith. Ja. Übrigens, wenn du den erledigt hast, ne, noch nicht rausgehen, weil dann kann man hier drin muss man nämlich auch noch die Story machen. Okay. Hilft das was, wenn man erst die anderen Viecher tötet? Oder kann man die überhaupt töten? Welche anderen Viecher? Nein, da musst du mit zum Fahrstuhl gehen und eine Etage nach unten. Hä? Wie, hä? Hey. Ich verstehe es nicht, was du meinst. Du weißt ja noch in dem ersten, wo der erste Tote war, der Raum. Nein, weiß ich nicht. Da musst du hin. Weil da ich ist muss erstmal diesen komischen Typen hier töten, das wird schlimm genug. Ja, den fand ich auch schrecklich. Vor allem, wenn er später anfängt zu heilen. Der heilt sich jetzt schon. Ich mich auch, aber nicht schnell genug. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich kaum Schaden reingekriegt. Ich krieg hier ohne Ende Schaden rein. Nur noch bei 600 Leben. Weichst du in seinen Angriff noch aus? So gut ich kann. Boah, ich habe keine Chance gegen ihn. Hier sind ja überall Wände. Tot. Wie soll ich das denn schaffen? Das wird schwer. Oh, jetzt wieder ganz von vorne. Das ist ja ätzend. Oh, wie soll man über dieses Siegel drüber kommen, ohne dass man das abkriegt? An der Wand lang drücken. Nein, habe ich gerade versucht, geht nicht. Bei mir hat es beim Rausgehen geklappt. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich werde gleich noch ein paar Mal sterben, von daher kann ich das ja gleich nochmal probieren. Okay, geradeaus war schon mal verkehrt. Okay. Jetzt aber hier stirb, du Sack.
Ja, ich habe ihn jetzt schon ein Viertel abgezogen, doch. Läuft. Nein! Stunt mich. Nein! Nein! Aua, 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 das tut weh. Ich bin immer noch gestunt. Jetzt macht er einen anderen Angriff. Nein, ich bin fast tot. Fuck you, wisst ihr das? Itchy, der Typ. Schon wieder gestunt. Hallo, ich würde gerne weglaufen vor dir. Dankeschön. Ich hab ihn gleich. Na komm. Und tot. Geht's jetzt? Puh. Puh, puh, puh. So, zum Blue Mountain zurückkehren, hast du gesagt, soll ich nicht machen. Genau. Schön. Dann tun wir das auch nicht. Stattdessen laufen wir hier lang. Jetzt probiere ich das mal mit der, an der Seite vorbei. Andere Seite. Ah, funktioniert. Okay. Kriege nur diese komische Pflanze ab. Den tiefsten Schacht betreten. So tief. Da kann man auch in das Licht reinlaufen, ja? Kann man, okay, alles klar. Ladebildschirm. Der Ole Ladebildschirm. So, im tiefsten Schacht sind wir. Den tiefsten Schacht erkunden. Ja, ich sehe schon Gegner. Gegnatz. Sie glühen mit ihren Augen mich an. Ja, die schönen Ich zieh dich ran Typen sind das. Ach ja. Die haben nur 1000 Leben mehr als ich. Wahnsinn, ja. Erster ist schon tot. Hüpf. Und hat er was Schönes fallen lassen? Ah, Faustwaffen. Die sind sogar ziemlich gut. Die sind sogar ziemlich gut. So, bevor du mich hier anziehen kannst. Stirb! Auslaufender Todesgeist. Durchdringend. 552 Schaden. So müsste das immer sein. So. Okay, hier ist es ziemlich finster, so finster die Nacht. Auch ein toller Film übrigens. Solltet ihr euch mal angucken. Der sagt mir jetzt gerade nichts. Worum geht's da? Ist eigentlich ein Film für dich, geht um Vampire. Okay. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was von der Handlung, dann kann ich eher zuordnen, ob ich ihn kenne oder nicht. Ich hoffe, ich verwechsel den jetzt nicht gerade. Aber dann geht's um Kinder, um Vampirkinder. Okay.
Gibt es zwei Versionen, glaube ich, von dem Film. Kinder in dem Sinne gerade erst verwandelt oder Kinder? Kinder. Okay. So finster den. Ja, ich glaube, dann schaue ich mir heute Abend mal an. Ja, kann aber auch sein, dass ich ihn gerade verwechsel mit einem anderen Film. Gibt es eine amerikanische Version von einer schwedische oder sowas? Schwedische, die muss ich mir auf. Die muss ich mir auf Schwedisch angucken. Mhm. Ich glaube, jetzt mache ich langsam mal jemanden den Helm an hier und guck mal, ob das irgendwas bringt. Ja, der fällt sowieso irgendwann aus. Ja, ich habe ja zwei davon, von daher. Ja, fallen beide aus. Als ich mit Marley da drin war, habe ich den nicht mal gesehen, den Helm. Ich bin einfach so reingerannt. Den braucht man ja im Prinzip nicht. Aber ich scheine hier in eine Sackgasse gelaufen zu sein, von daher. Ja, das ist dunkel und sehr verzweigt alles. Das ist ein richtiges Labyrinth da. Na. So. Den tiefen Schacht erkunden. Oh, hier muss man runterspringen. Hups. Alter Berghelm benutzen. Ich habe jetzt schon drei Helme, hätte ich dann. Nee, danke. Brauchen wir nicht. Da ist wieder ein Gegner. Schön zu erkennen an den leuchtenden Augen. Und 531 Schaden. Sehr schön. Die durchdringenden Treffer machen viel mehr Schaden als die Crits. Ja, weil deine Crit-Kraft noch nicht so hoch ist. Das kann natürlich sein. Die Durchdringung ignoriert halt die komplette Rüstung. Und der Crit-Treffer macht halt einen Modifikator, je nachdem wie hoch deine Crit-Kraft ist. Also klar, dass die am Anfang weitaus besser sind. Oh ja. Am geilsten sind natürlich durchdringende kritische Treffer. Ja. So, aber ich könnte eigentlich mal diese Krallen, kann ich die ausrüsten schon? Yes. Genau. Die haben allerdings weniger Crit-Wert, weil ich die falsche Glyphe da drauf habe. Aber das lässt sich ja ändern. Obwohl brauche ich der Durchdringungswert und Trefferwert. Trefferwert braucht man bei den Dingern aber eigentlich gar nicht. Zack. Weißt du übrigens, was der Bild, möchtest du mal wissen, wie die Pros in den Instanzen hier gehen? Nö. Okay. Doch. Erzähl. Die gehen mit Heal-Tanks rein. Damit die schnell durchkommen in die normalen Instanzen. Da ist einer, der tankt und healt gleichzeitig. Und alle anderen machen nur Schaden. Mhm. Ja, klingt sinnvoll. Ja, aber trotzdem richtig heftig. Ich war da ein paar Mal mit welchen drin, die sind. Das ist richtig übel. Ich bin übrigens durch, ich warte jetzt, ne? Ja, halb's mir unter die Nase. So, oh, hier ist irgendwie was ganz Fettes, irgendwie so ein ekliges Zeugs. Raucht hier eine? Ich? Mhm. Das Stopfen hörst du, oder was? Das höre ich auch. Ach, du meinst das Geräusch hier? Kann ich gerade nicht hören, weil ich kämpfe gerade. Ach so. Aber ja, ich habe mir jetzt... Ich höre nur Peng, 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 Peng. Ja, okay. Ja, ich habe mir gerade eine Angst. Aber solange hier nur diese blöden Viecher sind, ist das ja relativ egal. Ganz am Ende kommt nochmal so ein dunkler, verderbter Hund. Ach, langweilig. Ding, 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 ding. Okay, hier geht's nicht weiter oder geht's da weiter? Hier kann man... durchhüppen. Oh, hier ist ein Kürbiskopffreund, auch von den Drachen. Hm. Der hat den Titel Bevollmächtigter. Oh, er hat aber den geilen Kürbiskopf, der mit dem Leuchten. Kannst du mal sehen, den hast du nicht. Aber dieses Jahr gibt es ja vielleicht auch ein Halloween-Event. Dann machen wir doch mit, ne? Ja.
Es sei denn, es ist wieder so was Langweiliges wie bei diesem Geburtstag. Ich fand das ziemlich unbeeindruckend. Zu Weihnachten gibt es sogar eine Instanz. Oh ja. Mit Krampus. War nicht so geil. Also mit Instanzen kann man mich nicht ködern. Ich finde das langweilig, ehrlich gesagt. Die erste war gut. Ja. Es dürfte etwas langweilig zum Zugucken sein, aber was muss, das muss. Immerhin findet man hier bestimmt einen tollen Werkzeugkoffersatz. Ich habe schon jetzt schon keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ehrlich, keine Ahnung, ich laufe hier einfach irgendwo lang. Und hoffe, dass ich irgendwo hinten auskomme. Sobald du den Hund siehst, bist du nah dran. Ich sehe momentan nur Pilze. Umso dunkler es wird, umso näher bist du dran. Mhm. Das Einzige, was hier Licht gibt, sind die Pilze. Versuch dich links zu halten. Toll, von wo aus links? Ich bin schon tausendmal rechts und links gelaufen. Von daher ist das kein Tipp mehr, der mir was hilft, glaube ich. Okay. Und dass die einen, diese Viecher einen dann zu sich hinziehen, hilft auch nicht bei der Orientierung. Stirb und lass mir was Tolles da. Na, natürlich nicht. Oh, hier sind, ist noch so ein Typi. Der will's aber auch wissen. Irgendwie das Gefühl, ich laufe vom Eingang zurück. Ah, da habe ich einfach recht. Ich denke gar nicht drüber nach, ob ich das tue. Yay. Heimtückischer Totengeist. Ja, und sonst so? Ich genieße gerade was Leckeres zu trinken. Schreib mit jemandem im allgemeinen Chat. Und hör deinem Schmerzschrein zu. Man kann die also nicht umlaufen, diese doofen Viecher. Ein paar schon. Die entdecken einen trotzdem. Also ein paar kann man schon umlaufen. 566 Schaden. Unhold der Verderbtheit, ist das der Hund? Ja. Bist du doch direkt richtig gelaufen? Was hast du denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gelaufen bin, einfach irgendwo lang. Aber der Hund heilt sich dreimal voll. Ja, und ich habe momentan das Problem, dass ich ihn nicht angreifen kann. Und da ruht auch ziemlich viele Ads. Ads? Was sind Ads? Gruppen von Monstern. Ja, es wäre schön, wenn ich auch mal was machen könnte, dann könnte ich vielleicht auch den Hund besiegen. Und die kleinen Viecher stun dich gerne. Ich sehe noch keine anderen Viecher außerdem, aber ich bin jetzt schon irgendwie entweder gestunt oder es funktioniert alles nicht hier.
Okay. Hund tot. Hund tot. Ja, dann musst du jetzt diese Geierwurzel da anklicken und dann kommt eine Filmszene. Ich mute mich schon mal. Okay. Oh, danke fürs Reinlassen. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Wirklich nicht. Oh, bitte. Ich besiegte Götter. Und selbst in ihren feuchtesten Träumen sind sie kein Gott. Ich hoffe, die Wendung gefällt Ihnen. Ich habe lange daran gearbeitet. Ich meine, ich bin bekannt für meine komplexen Pläne. Es gibt ganze Sagen darüber. Vielleicht wird auch hierüber eine geschrieben. Aber naja, wahrscheinlich nicht. Ihre Art will doch immer einen Schurken. Es ist besser, etwas oder jemanden zu bekämpfen, statt sich der Realität zu stellen. Aber was Sie bekämpfen, ist nicht physisch. Es ist nicht mal metaphysisch. Es ist eine real gewordene Idee. Dagegen nützen Feuerbälle rein gar nichts. Ideen sind wie Viren. Unsichtbar. Alles durchdringend. Unbesiegbar. Ich war ein dienlicher Schurke. Ich bezweifelte ihre Autorität, das ganze Fundament unserer Gesellschaft. Sie verbannten mich aus Angst vor mir und meinen Ideen. Sie fürchteten, was ich sein könnte. Das Ende ihrer Herrschaft, ein neuer Anfang. Aber es war ein schwerer Fehler, dass sie mich weggeschickt haben. Ich habe das Virus über sehr, sehr lange Zeit verbreitet. Und jetzt... jetzt ist die Infektion abgeschlossen. Wie sagen Sie immer? Es kommen finstere Zeiten. Oh nein, nein, sie sind schon da. Das, was wir hier sehen, ist ein Motor. Schön, nicht wahr? Man sieht so etwas nicht oft aus der Nähe. Oder überhaupt. Sogar die Götter selbst würden gerne eines dieser hübschen Dinger in ihre Hände bekommen. Die sind der Antrieb für die Welt. Buchstäblich. Aber sie können noch mehr. Das werden Sie gleich sehen. Und Yggdrasil erzittert und ächzt. Es geht los, Allvater. Das endgültige Schicksal der Götter. Meine Bedingungen, nicht deine. Mom! Mom! Ich glaube, es funktioniert! Oh, das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, Sie wären tot. Wir sind so schnell wie möglich hergekommen. Ich habe die Erschütterungen im Kopf gespürt, als hätte ich gewusst, alles bricht zusammen. Solange ich denken kann, habe ich eine Finsternis am Horizont gesehen und mir immer gesagt, hoffentlich explodiert diese Finsternis heute nicht. Und jetzt ist es wohl passiert. Und was jetzt? Wir kämpfen doch. Nicht wahr, Mom? Ich glaube nicht. Ist das dein Ernst? Stimmt, du meinst ja alles ernst. Aber warum? Was ist denn? Etwas wurde verschoben oder wie ein Wandteppich, der auseinanderfällt. Ich kann's nicht erklären.
Und reparieren kann ich's schon gar nicht. Jemand muss es wissen. Wir können uns doch nicht gemütlich mit einer Tüte Popcorn das Ende der Welt anschauen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht genug über diese Finsternis. Ich höre nur die Stimmen in meinem Kopf. Joseph wüsste es. Er wusste immer ganz genau, was zu tun war. Und ich wusste, wie man es tun musste. Sogar schon als Kind. Dann gibt's nur einen Weg, das rauszufinden. Los, gehen wir zu Old Joe. Du weißt, das geht nicht, Kyra. Wir reden seit Jahren nicht. Sie würden uns wegschicken. Blut ist dicker als Wasser. Und das ist nicht immer etwas Gutes. Wir sind eine Familie. Und es geht um die Rettung der Welt oder wenigstens dieses kleinen Teils. Du erzählst mir doch immer, wie wichtig die Familie ist. Und dass man gerade in schlimmen Zeiten zusammenhalten muss. Und schlimmer wird's nicht. Du musst mit ihnen reden. Und sie müssen zuhören. Es geht nicht nur um mich und um Joseph. Da sind Frank und Joe und der Rest des Stammes. Die Wunden reichen zurück bis zum Tod deines Großvaters. Und sie sind einfach zu tief. Sie werden nicht zuhören. Und sie werden nicht helfen. Wir sind schon sehr lange kein Stamm und keine Familie mehr. Wir sind allein, Kyra. Alte Leute können so stur sein. Und ja, das gilt auch für dich, Mom. Wenn du einfach nichts unternehmen willst, muss es jemand anders tun. Jemand, dem dieser dämliche Familienkrach komplett am Arsch vorbeigeht. Bevor es zu spät ist. Okay. Nice. Der Allfalter und Yggdrasil. Soll ich spoilern, wer das ist? Hast du schon in einer vorherigen Folge. Ah, okay. Ja, ja, ja. Hast du bereits... So, wir müssen zum alten Joseph. Kann man sich dahin porten? Bestimmt, ne? Wo müssen wir dahin? Casino. Lesrak Dark läuft gerade die Straße lang. Ich laufe nicht, ich fahre. Ich bin ein Mann. Auf der kleinen Minimap bist du gelaufen. So. Ja, ich war gerade bei jemandem und hab mir ein bisschen was zeigen lassen. Bei Outfits, also die. Er hat nämlich einen Kürbiskopf, die heißt Kürbislaterne. Und die ist halt so leuchtend. Mhm. Aber gibt's leider nur beim Halloween-Event. Okay. Und es gibt noch den Kürbiskopf. Den Kürbiskopf? Was ist das denn? Die haben doch Kürbiskopf getötet. Das ist der Kürbiskopf, ja? Von. Ah ja, also. Das Gesicht, das der hat, das kriegt man dann als Kopfbedeckung. Aber er weiß nicht, er hat wahrscheinlich irgendein Event. Da weiß er nicht, wo das her hat. Okay. Jo. Aber das Ganze hier klingt ein bisschen... Oh, Chosen Pariah spielt Dark Souls 2. Hallo, Chosen Pariah. Willkommen in meinem Stream. Klingt ein bisschen nach meiner Cyan-Runde, diese ganze Story hier. Ja. Was für Götter kann man da nicht als Vater auswählen? Alle. Okay, und die Kräfte, haben die was mit den Göttern dann zu tun oder wählt man die davon abgesehen aus? Sowohl als auch. Okay. Dann läufst du wieder auf dem Dach rum. Ja. Ich dachte, du bist runter. Filmsequenz! Es tut mir so leid für Sie. Für das mit Ihrer Familie, mit unserem ganzen Stamm. Ich verüble es ihr nicht, dass sie uns nicht mehr vertraut. Als Amy geboren wurde, war das anders. Ihr Vater wurde getötet, wussten Sie das? Er kämpfte für unseren Glauben, wollte die Bergarbeiter hindern, zu tief zu graben. Damit begann alles. Einige aus dem Stamm, einige. Sie dachten, er wäre unvernünftig, dass er Ärger heraufbeschwor, wenn er sich mit der Firma anlegte. Dass Blut fließen würde. Er und sein Bruder Red
wollten nicht hören. Er sagte, die Bergarbeiter müssen jetzt oder nie aufgehalten werden. Der Vorarbeiter verpasste ihm den Kopfschuss. Und dann schoss er auch auf den Rest von uns. Dabei schrie er, als wäre er besessen, als steuerte ihn etwas aus seinem Inneren. Seine Augen, sie glühten. Sein Schatten war verdreht. Es gab Aufstände, sinnlose Gewalt, Verhaftungen. Dann kamen die Stürme, die Insel wurde wochenlang heimgesucht. Als alles wieder ruhig war, war die Kluft im Stamm viel zu tief. Einige, zu viele, gingen. Andere, wie ich und Red, blieben zwar zurück, aber es war nicht zu kitten. Es ist schrecklich, zwischen Menschen wählen zu müssen, die man liebt. Aber ich war müde und wollte nach vorne schauen, nicht zurück. Und die Last war zu groß zum Tragen. Zu viel Finsternis. So ist Amy aufgewachsen. Im Schatten einer kaputten Familie. Ich verstehe sie besser, als sie glaubt. Ich nahm den falschen Weg. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Aber wir müssen es versuchen. Amy hat recht. Wir müssen ihrem Instinkt vertrauen. Etwas in dem Land wurde verschoben. Etwas wurde gebrochen. Ein Schwur. Hätten wir unser Wort gehalten, hätten wir die Zauber aufrechterhalten, die den Berg beschützen, wäre das alles nicht passiert. Die Zauber hatten unsere Vorväter zusammen mit den Besuchern errichtet, die uns beim letzten Mal im Kampf gegen die Finsternis geholfen hatten. Zusammen hatten die zwei Stämme ein Siegel geschaffen, das uns beschützt hat. Über Generationen. Es hielt die Finsternis draußen. Und es hat die große Finsternis eingesperrt. Wir waren auserwählt, es zu schützen und zu hüten. Die Zauber hielten 1000 Jahre lang. Bis jetzt. Wir haben versagt. Und jetzt müssen wir reparieren, was kaputt ist. Und wie unsere Urahnen schaffen wir das nicht allein. Okay. Die Schutzzauber im Kingsmith aktivieren. So. Müssen wir da wieder zurück nach Kingsmith? Anscheinend, ne? Aber wir haben ja noch ein paar Sachen zu erledigen. Lesrak? Ja. Müssen wir. Wir müssen in jedes Gebiet nochmal. Ah. Das heißt, wir müssten aber hier erstmal alles zu Ende machen, was wir noch haben. Wir haben ja bei der Katzenlady noch Quests offen. Ne? Eine. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich mir hier die Flinte schon leisten kann. Vorausgesetzt, sie ist besser wie deine. Ja. Bezweifle ich nämlich. Sturmgewehr. Doch, die ist besser als meine. Wie viel? Um 34. Okay. Ja. Nicht besser als meine Faustwaffe, aber besser als mein Sturmgewehr. Der wäre doch besser als meine Pistolen. 235 Kraft hat die. Allerdings habe ich keine Glyphe mehr für die. Aber die kann man ja herstellen, die Glyphen, ne? Ich kauf's mal. Vielleicht findet man ja auch nochmal eine Glyphe. So. Y. Erstmal das da. Ja. Die Glyphen kriegte man ja nicht wieder zurück, ne? Wenn man die... Nein. Schade.
ein bisschen Zeug zerlegen hier. Weg damit. Weg damit. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Wir machen. Schade, schade. So. Dann habe ich hier noch ein paar Ambrosia-Zeugs, was ich verkaufen kann. Die kann ich auch verticken. Staub habe ich jede Menge. Dun, 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 dun. Hörst du eigentlich auch im Hintergrund die dieses komische Spiel, was der Typ da zockt? Ja. Ziemlich nervig. So, Rune, Energy Drink, Heilung, Heilung über Zeit. Ich glaube, QS1 Drinks kann man mal wegmachen. Ne? Das kann auch weg. Das kann weg. So. Und reparieren sollten wir vielleicht auch nochmal ausnahmsweise. So, und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Quali und euer Let's Rock Dark. Have fun. Tschüss. Yeah.